noch schon halb drin wäre, wenn sie da dran schrauben sollten. Aber gut, machen wir die Picks für heute. Ich habe zwei Kleinigkeiten. Und zwar das eine ist ein Monitoring-Tool für Server und Apps, die auf Servern laufen und mobile Apps, die auf mobilen Geräten laufen. Ihr habt vielleicht schon mal irgendwo Werbebanner gesehen, da die Werbebanner versprechen stets ein kostenloses T-Shirt. Das kann ich bestätigen, es kommt an. Was? Moment. Und die Firma heißt New Relic. Habt ihr schon mal gehört, ne? Man kann also in eine App, die man irgendwo laufen hat, relativ egal welche Sprache, irgendwie ein Stückchen Code von denen reinschmeißen und dann misst dieser Code die Latenz und welche Fehler auftreten und reportet das in ein schönes Clicky-Bunti Dashboard, was praktisch ist. Das Problem ist, dass die wirklich gerne dir auch so einen Vertrag verkaufen möchten. Die haben auch einen sinnvollen Gratis-Level, aber du kriegst dann so Anrufe von den Verkäufern, die dir da irgendwie einen Pro-Account andrehen möchten, weil du hast ja auch ein kostenloses T-Shirt bekommen. Aber das muss man nicht machen. Und was es gibt, ist außerdem eine hübsche iOS-App dazu, wo man dann seinen Server beobachten kann. Das gibt es natürlich auch super irgendwie in Open Source und irgendwelche GIF-Grafiken, die dort generiert werden. Oder man nimmt sich halt hier diese wunderschöne iOS-App, wo man einstellen kann, welchen Zeitraum man haben möchte und die CPU von dieser Box. Und man kann sich anschauen, dass die wirklich keinen Speicher hat und randvoll ist. 114% Memory. Du kannst gucken, wie viel Disk.io auf dem Ding passiert und wie viel Netzwerk.io passiert. Also das ist so ein einfaches Monitoring, was mit einer hübschen iOS-App kommt. Und man kann dort sehr fein Alerts einstellen. Und die werden dann auf das iOS-Gerät gepusht. Ah, Und dann cool. sagt er dir, die Kiste war jetzt 5 Minuten über 80% CPU. Findest du das gut oder nicht? Und dann kannst du in der App sagen, so acknowledged und halt mal die Klappe, ich weiß, ist gut. Oder halt irgendwas dagegen tun. Und das ist nett, dass diese Gratis-Level ist ausreichend. Die haben sehr viel neues Zeug. Die haben jetzt, glaube ich, 7 verschiedene Produkte, um Fehler und Apps und Zeug zu monitoren und auch in richtig groß. Aber das braucht es ja meistens nicht, wenn man nur irgendwie einen kleinen Server im Auge behalten möchte. Also kann man sich mal Cool. anschauen und für die Anmeldung, wenn man irgendwo dieses Banner findet, vielleicht finde ich den Link, gibt es ein kostenloses T-Shirt. Voll gut. Und steht drauf Data Nerd. Das ist natürlich nett. Ja. Das ist